Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Und wir werden heute etwas ganz Neues machen, und zwar werden wir eine neue Stadt anfangen. Weil ich habe mir irgendwie seit der letzten Folge, habe ich ein bisschen überlegt, es ist ja nicht alles ganz so glatt gelaufen, wie ihr vielleicht auch bemerkt habt. Und von dem habe ich mir gedacht, starten wir doch einen kleinen Neuanfang. Und ich werde mir auf jeden Fall vornehmen, oder ich habe mir vorgenommen, so ein... auf jeden Fall mir sehr, sehr, sehr viel Zeit zu lassen. Weil mir ist in der letzten Folge aufgefallen, ich hudel halt, und das habt ihr selber auch gemerkt, ich hudel halt wirklich durch die Gegend, weil es gibt halt wirklich überall was zu tun. Und es liegt halt einfach daran, dass ich am Anfang an wirklich viele entscheidende Fehler gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, so im Nachhinein, wow, da kann ich jetzt das machen, und eigentlich dürfte ich die ganzen Viertel nochmal abreißen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, fangen wir doch lieber einfach nochmal ganz von vorne an. Vor allem habe ich Lust, mal wieder so ein bisschen Übersicht zu gewinnen. Und von dem her werden wir gleich mal anfangen, bevor ich hier groß wieder quatsch. Was können wir denn mal machen? Was hatten wir eigentlich das letzte Mal? Ich hätte mal Lust auf was ganz anderes. Vielleicht Sandy Beach? Nee. Ich hätte gerne irgendwas mit viel Wald oder Agrar. Das wäre schön. Oh, was ist das denn? Ah, das ist ja von einem Mod. Linksverkehr? Nein, ich will keinen Linksverkehr. Wir sind keine Engländer. Tropic Island. Da wäre relativ viel Agrar. Nee. Doch. Aber schaut. Na, Tropic Island. Lagoon Shore. Diamond Coast. Sandy Beach. Jetzt bin ich mir gerade mal gar nicht sicher. Was war denn eigentlich unser altes? Springwood. Schön, dass da steht, welche Karte das war. Dann. Dieses Powhatan Valley? Powhatan, Moment mal, ist das nicht irgendwas Indianisches? Das schaut interessant aus, aber an sich von den Werten gefällt es mir gar nicht so gut. Ich hätte gern wirklich was mit viel Bäumen. Diamond Coast zum Beispiel. Das hätte jetzt viel Bäume. Oder Lagoon Shore. Das gefällt mir eigentlich auch. Geeignetes Baugebiet... ausgediente Verbindungen, Schiff. Ah, stimmt. Schiffe würden mich mal interessieren. Hey, wisst ihr was? Wir nehmen dieses Lagoon Shore. Ich freue mich. Ich bin gerade irgendwie voll Feuer und Flamme. So bei dem Neuanfang. Ich bin mal gespannt. Vor allem haben wir jetzt gleich von Anfang an die ganzen Mods drin. Das wird so cool. Oh Mann, wie so ein kleines Kind einfach. Aber ich find's geil. Ich freue mich. Los, los, lade schneller. Für was habe ich dich auf einer SSD installiert, wenn du so langsam lädst? Ah, hallo. Nein, ich will keine Informationen. I know everything. War ein Scherz. So. Oh, wir haben eine relativ interessante Fläche. Moment, ich schaue mir gleich mal die Agrar... Ich sehe nichts. Mist. Ey, Moment mal, was ist denn das für ein... Ist das ein anderes Autobahnkreuz? Das schaut so schräg aus. Ja, ich weiß, dass ich Straßen bauen darf. Gut, wir könnten... Was ist das? Ach, das ist ja der Dingsmod. Dingsmod, genau. Ich kann echt ja nur am Anfang diese normale Straße bauen. Okay, ich werde am Anfang mal ein bisschen gerade bauen. Beziehungsweise relativ einfach anfangen. Mal aufpassen, nicht, dass ich hier zu viel Baukosten reinschmeiß. Wir könnten. Heißt es nicht Lagoon Shore? Ich sehe hier nirgendwo. Ach, da oben wären dann Strände. Boah, ich hätte so Lust auf so einen Strand. Wo bauen wir jetzt? Sehe ich eigentlich... Warte mal, ich baue jetzt einfach mal so eine kurze Straße nach vorne. Weil dann dürfte ich... Darf ich dann? Nee. Oh Mann, ich will sehen, wie das mit den Naturrohstoffen ausschaut. Gehe ich dann gleich hier rüber? Ich werde am Anfang auf jeden Fall nicht so rund bauen, wie das letzte Mal. Das hat mir Kopf und Kragen gekostet. Ach so, jetzt kann ich hier gleich mal... Ach, ich darf jetzt hier gleich sechsspurige Straßen bauen. Okay. Vielleicht sollte ich wirklich mal mit diesen sechsspurigen arbeiten. Das hatte das letzte Mal nicht so ganz toll funktioniert mit diesen Normalstraßen. Ah, zweispurige oder sechsspurige. Wisst ihr was? Ich baue mal
Eine sechsspurige Einbahnstraße geradeaus. Dann gehen wir da rüber. Ein bisschen schräg. Moment, ich muss jetzt gerade mal von der anderen Seite, genau, da gehe ich jetzt gleich mal wieder entgegen. Geht das? Geht das? Geht das? Ja, genau. Die baue ich dann so in die andere Richtung. Und da hinten bauen wir so einen schrägen, so eine schräge Verbindung, die nicht will, weil... Ich weiß es nicht. Dann müssen wir das halt etwas langsamer machen. Ja, 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 beginnen Sie mit dem Bau von Straßen. Ist ja, von Wohngebiet ist ja gut. So. Gut. Naja. Symmetrisch ist etwas anderes. Aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. Okay. Okay. Das ist nicht ganz symmetrisch, aber sei es drum, sei es drum. Gut, da können wir jetzt eigentlich gleich mal ein Wohngebiet basteln. Bevor wir hier... Wow. Nein, ich will mein Anmaltool. Bevor wir hier lang fackeln. Und in der Mitte bauen wir Gewerbegebiete. Boah, das wird lustig. Das wird lustig. Okay. Darf ich mir jetzt die Naturrohstoffe mal anschauen? Nein, darf ich nicht. Okay. Gut. Dann, bauen wir erstmal Strömli. Da bauen wir jetzt entweder die Windturbinen wieder. Da haben wir ja sowieso die besseren. Die bringen 0 bis 13 Megawatt und die bringen 0 bis 8. Okay, dann bauen wir auf jeden Fall die aus dem Mod, also diese Hybrid. Die bringen 10 und die bringen 6. Die kosten 8000. Nee, da baue ich wirklich... Das günstigste ist wirklich am Anfang dieses Hybrid Wind Solar System. Gut, Wind. Können wir eigentlich hier bauen? Stimmt, da müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie es mit dem Wässerchen ausschaut. Da geht's lang, da geht's lang. Okay, und dann mündet's hier. Und dann könnten wir hier... Nee, wisst ihr was? Ich baue die Pumpen da dann hin. Aber den Strom... Nee, den Strom baue ich auch hier oben hin. Genau. Baue ich jetzt gleich mal zwei. Dann binden wir das Ganze schon mal an. Weil wir, was wir nicht können. Warum können wir das nicht? Doch, können wir. Okay, und jetzt Wasser. Gut, gut, gut. Wasserpumpstation. Und Abwasserrohr irgendwo da hinten hin. Dann müssen wir das Ganze noch verbinden. Zack und... Zack und zack. Sehr schön, gefällt mir. Ich muss mich jetzt nur gerade ein bisschen am Handgelenk kratzen. Oh, und ein Schlückchen Tee wäre nicht schlecht. Hm? Warum geht die Abwasserklärung? Ah, jetzt. Und wie schaut es mit dem Verkehr aus? Oh, grün, das kennen wir ja gar nicht. Was? Erreichen Sie Meilensteine? Ach so, ja klar. Eine Frage. Warum haben wir keinen Zuwachs? Warum haben wir keinen Zuwachs? Ohne Witz. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch... Ab wann können wir uns das denn anschauen mit den Naturrohstoffen? Das würde ich jetzt doch schon gerne mal haben. Aber gut, wir können ja schon mal ein paar andere Straßen reinziehen. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir hätten auch schon diese vierspurigen Straßen. Geschwindigkeit 50. Geschwindigkeit 40. Hm. Ich habe gesagt, ich werde das Ganze langsam angehen. Und ja, das mache ich jetzt auch. Wir könnten hier natürlich gleich... einen Kreisverkehr bauen. Hm. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Siedlung gründen will, also hier drüben, dann wäre es doch sinnvoll, einen Kreisverkehr. Ich darf hier halt nicht zu viele... Da darf nicht zu viel abgehen. Aber ein Kreisverkehr... Ich muss hier irgendeine Ausfahrt bauen. Aber es ist vielleicht gar nicht so gut, wenn ich den Kreisverkehr so weit vorne hier baue. Vielleicht wäre es besser, den da hinten hinzubauen. Das mache ich jetzt mal. Okay.
Und von da können wir dann die Straßen absetzen. Wenn ich jetzt... Dann nehme ich jetzt die normalen Straßen, weil die anderen sind gerade auch verdammt teuer, oder? 60 pro Zelle. 40, okay. Wirtschaftsfenster freigeschaltet. Ich hätte gern Naturrohstoffe. Oh, aber wir haben einen Zuwachs von 105. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns das Geld nicht ausgeht. Ich lasse jetzt gerade mal ein bisschen schneller laufen. Die haben jetzt gerade schon Verlangen nach Infrastruktur. Okay, Verlangen nach Infrastruktur ist logisch. Ein Verlangen nach Industrie. Da hinten können wir eigentlich auf jeden Fall Forstwirtschaft organisieren. Das ist gar kein Zweifel. Wir können hier noch ein paar Wohngebiete freigeben. Infofenster, ja, ja, okay, ist gut. Inzwischen haben wir noch minus 500, aber das ist immer noch viel. Ich baue hier mal eine normale Straße geradeaus. Hey, mir fällt gerade was ein. Und zwar haben unsere Pumpstationen bzw. Klärungsanlagen ja gar keinen Strom. So läuft das natürlich nicht. Da laufen uns die ganzen Bewohner davon. Oh, wir brauchen unbedingt Infrastruktur. Ich lasse mal kurz wieder ein bisschen langsamer laufen. So. Dann bauen wir das Ganze mal... Oh, ich wollte eigentlich eine gerade Straße. Bauen wir das hier einfach straight rein. Dann mache ich jetzt einfach so eine gerade Straße. Erstmal. Ups. Bisschen nach vorne noch. Eine gerade Straße. Und die wird dann einfach zur Infrastruktur ernannt. Beziehungsweise da wird Infrastruktur gegründet. Nein. Stimmt, ich habe ja noch gar nicht... Weg. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, ich kann ja noch gar keine Stadtviertel vergeben. Okay, dann mache ich erstmal hier Infrastruktur. Ganz normale, stinknormale... Wie sag ich denn schon wieder Infrastruktur? Ich meine natürlich Industrie. Und dann da hinten machen wir dann, wenn wir diese Viertel bauen können, die Agrarwirtschaft. Forstwirtschaft. Da müssen wir dann halt jetzt übergangsweise eine normale Industrie gründen. Aber da hilft's ja nichts. Wir brauchen Geld, unsere Leute brauchen Arbeit. Und wir brauchen eigentlich Bildung. Oh, Moment mal, ich schau mir mal die Häuschen hier an. Da müssten durch die Mods auch ein paar neue Häusertypen dazugekommen sein, glaube ich. Ich sehe jetzt hier noch nichts Bestimmtes. Wir brauchen mehr Zuwachs. Aber inzwischen müsste er gehen. Ah, und in der Mitte ist halt das ganze Gewerbegebiet. Das gefällt mir irgendwie. Das passt. Ich hoffe nur, dass das vom Verkehr dann auch so in Ordnung ist. Aber bis jetzt schaut's gut aus. Oh, wie ist eigentlich mit dem Wind? Okay, das passt. Sehr schön. Okay, wir haben nur noch minus 100. 150. Habe ich da hinten jetzt eigentlich schon die Wohngebiete freigegeben? Mir fällt gerade auf, die brauchen ja sowieso noch Wasser da hinten. Oh, und die da hinten auch. Oh. Das wollte man nicht vergessen. Nein, nein. Und Strom. Oh. Das sollte man auch nicht vergessen. Aber da können wir ja dann im Nachhinein nicht wieder einiges abreißen. Oh, jetzt haben wir noch 2000. Ich muss mal aufpassen, dass mir das Geld jetzt nicht ausgeht. Ist alles ein bisschen, ja nicht tropisch, aber ein bisschen heller als die andere Karte. Kommt mir zumindest so vor. Android und was? Genoide Roboter, was? Robotermodelle jetzt für Verbraucher verfügbar. Jetzt kann man sich Freunde und Partner kaufen. Das ist ja pervers. Also ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde das schräg. Hey, ist das eine Tanke? Ja, Dino Oil. Wie passend. Oh Mann. Es gibt's ja nicht. Aber ich glaube, das mit der Einbahnstraße auf also sechsspurigen war gar eine gute Idee. Oh yes. Wir haben einen kleinen Weiler. Und wir können immer noch keine... Ah, da brauchen wir 900, stimmt. Wir brauchen aber Bildung. Und zwar... Ah, das ist der einzige Nachteil an den Einbahnstraßen. Dass wir halt jetzt theoretisch... Nee, Moment. Wenn ich es jetzt da unten irgendwo... Nein, Mist.
Ich brauche halt jetzt eigentlich zwei Grundschulen, damit ich das beides abdecken kann. Das ist das einzige Ungünstige. Aber damit können wir leben. Okay. Das ist alles im grünen Bereich. So. Und Gesundheitswesen können wir uns im Moment noch nicht leisten. Ich muss gerade wieder schnell laufen lassen. Oh, plus 600. Läuft bei uns. Mülldeponie gibt es auch schon. Wo bauen wir die denn? Die bauen wir wieder ein bisschen abseits. Dann nutzen wir jetzt einfach die Ausfahrt. Und haben einfach kein Geld mehr. Da können wir so Mülldeponie-Viertel bauen. Ich baue das jetzt nur am Anfang nicht ganz so weit weg, damit da die Mülltransporter schnell hinkommen. Also eigentlich hätte ich jetzt gerne mal ein bisschen Geld, damit wir uns das kaufen können. Na also. Sehr schön, sehr schön. Oh, ich mag die Straße. Höh, was ist das? Ach, das ist die Grundschule. Wie schaut es denn damit aus? Kann ich mir jetzt endlich anschauen? Was, Freizeit? Oh, Freizeit. Haben wir noch nicht. Können wir uns noch nicht leisten. Bildung. Passt. Ungebildet. Zwar noch ziemlich viele, aber wir haben auf jeden Fall genug Bildungswesen, um das jetzt in nächster Zeit zu ändern. Wir können natürlich noch Gesundheitswesen. Ah, ja, das ist, ich muss sagen, echt ein bisschen ungünstig mit dem der Einbahnstraße. Aber für den Anfang. Ich glaube, das wird sich später lohnen. Das wird sich später lohnen. Moment mal. Die Mülldeponie kommt aber schon dahin. Nein, die kommt da nicht hin. Genau. Oh mein Gott. Leute, ich habe schon wieder gleich am Anfang einen Riesenfehler gemacht. Und zwar kommt ja da die Mülldeponie gar nicht hin. Die Müllfahrzeuge kommen ja da gar nicht hin. Da muss ich jetzt doch mal noch so eine Ausfahrt bauen. Brauche ich denn eine normale Ausfahrt? Was habe ich denn noch für Straßen zur Verfügung? Nee, ich baue da noch mal so eine normale Straße raus. Das ist das, was ich eigentlich vermeiden wollte. Und dann verschieben wir das Ganze. Okay, mal sehen, ob das so klappt. Ugh. So kann ich das nicht verschieben. Oh. Natürlich. Ist ja inzwischen schon voll. Beziehungsweise, nein, voll ist es nicht. Aber es füllt sich. Und wieso kann ich es noch nicht leeren? Jetzt kann ich es leeren. Dann kann ich das nämlich, kann ich das dann nicht abreißen? 1% voll. Da warten wir jetzt darauf, dass sich das schnell leert. Dann müssen wir das mit dem Mülldeponieplatz irgendwie noch ein bisschen ändern. Wir könnten hier nochmal so einen Ring rumziehen. Aus normalen Straßen. Natürlich. Genau, nämlich so. Was neue Dienstleistungen? Hey, warte, das ist jetzt gar nicht so schlecht, dass ich die Straße hier gebaut habe. Weil dann kann ich nämlich hier diese Kliniken aufbauen auch noch. Und dann könnte ich alles abdecken. Falls möglich. Kann ich das jetzt noch verschieben? Nein. Wird noch geleert. Leert sich ja. Zerstören kann ich es noch nicht. Und wir brauchen unbedingt neue Wohngebiete. Wir brauchen neue Wohngebiete. Okay. Dann geben wir euch neue Wohngebiete. Aber am besten sinnvolle Wohngebiete. So. Genau, dann bauen wir das hier hin und verbinden das Ganze. Und schon haben wir neue Wohngebiete. Da. Eine Menge neue Wohngebiete. Da müssen wir nur aufpassen jetzt, dass da der Verkehr dann auf die sechsspurige nicht zu stark wird, beziehungsweise bei der Abzweigung hier, wenn die reinfahren. Oh, würdiges Dorf. Ah, jetzt können wir endlich, genau, die Stadtviertel verteilen. Da muss ich mir noch mal was, da müssen wir dann später noch was ändern. Ich will dann so ein großes Autobahnkreuz hier am besten reinbauen. Oder, oh,
Wir könnten hier auch einen Kreisverkehr anbauen, aber da hätte ich gerne einen größeren. Aber da bräuchten wir 2400 Bewohner. Oh, und wir brauchen unbedingt Wasser. So, und ich werde. Ups, jetzt habe ich die da oben nicht erreicht. Wäre natürlich unfair. Jetzt könnten wir neue Industriegebiete freigeben. Wir haben. Oh, wir haben 18.000. Und wir brauchen immer noch eine kleine Klinik. Damit erreiche ich jetzt wieder nicht alle. Okay. Damit auch nicht. Da müssen wir wieder zwei Kliniken machen. Das ist ungünstig. Das gefällt mir jetzt doch nicht mit der Einbahnstraße. Irgendwie gefällt es mir jetzt doch nicht. Soll ich eine normale sechs? Ich baue jetzt mal eine normale sechsspurige draus. Einspurige. Ich meine. Wow. Einbahnstraße hin oder her, aber das lohnt sich einfach nicht. So. Ich hoffe, ich habe hier keinen großen Fehler gemacht. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich werde jetzt einfach mal die Folge beenden, denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und dann könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Soll ich lieber die Einbahnstraßen bauen? Oder soll ich lieber es jetzt so lassen, also mit zwei dreispurigen auf beiden Seiten? Was haltet ihr davon? Weil so können wir halt dann wahrscheinlich uns einiges an Grundschulen bzw. Einrichtungen sparen. So müssten wir dann eben auf jeder Seite eine Einrichtung jeweils positionieren und das wäre nicht nur teuer, sondern auch Platzverschwendung. Aber wie schon gesagt, vielleicht irre ich mich da ja und ihr wisst es besser. Aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, verabschiede ich mich an der Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!